Die Mensa des Herder-Gymnasiums war rappelvoll, die Stimmung sichtlich angespannt. Welches Musical soll 2020 von den Herders aufgeführt werden? König der Löwen, Queen oder das Phantom der Oper? Nach 10 Minuten und einer kleinen Veräppelung hatte das Orga-Team um Anke Bauer und Philipp Schof endlich Mitleid und löste auf. Das neue Musical ist Aida. Wir werden ins Ägypten des Pharaonenreichs entführt und es geht um die Gewaltherrschaft der Ägypter, die fremde Völker erobern und als Sklaven nach Ägypten bringen. Aida ist eine davon, die von Radames, von diesem Heerführer, nach Ägypten gebracht wird. Die beiden verlieben sich, obwohl Radames eigentlich die Pharaonentochter heiraten soll. Und es geht ein Spiel um Intrigen und Macht los. Aida ist ein Musical in zwei Akten. Die Musik stammt von Elton John, die Texte von Tim Rice. Der musikalische Leiter Philipp Schof ist besonders angetan vom neuen Stück, bedarf es doch eines gewaltigen Chores und eines imposanten Orchesters. Wir waren jetzt bei den vergangenen Musicals mal bei 8 bis 10 Musikern ungefähr, bei Peter Pan waren es glaube ich auch schon 13 oder 14, also in die Richtung wird es eher wieder gehen, wie ich schon gesagt hatte vorhin. Wir sind da noch so ein bisschen am Feilschen, was passt da auf die Bühne, was kann bezahlt werden natürlich. Wir schauen auch wieder, dass wir da die jungen Musiker hier von der Schule mit dabei haben. Es werden wieder ein paar Musiker von der Hochschule für Musik dabei sein, wollen diesmal auch zum ersten Mal mit der Musikschule hier in Pirna zusammenarbeiten, da eine Kooperation in die Wege bringen und mit dem Landesgymnasium für Musik in Dresden auch. Das ist so unser Ansinnen und ich hoffe, dass wir das umsetzen können. Auch wenn die meisten der Jugendlichen bei Aida zunächst an das Kreuzfahrtschiff denken mussten, kam die Wahl anscheinend ganz gut an. Als sie das vorgespielt haben, dachte ich mir auch so, okay, jetzt würde ich sehr gerne mitsingen. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf, ich finde es sehr interessant. Ich habe mega Bock drauf, also gerade die Musik von den Männern fand ich super gut. Ich bin auf jeden Fall begeistert, also ich finde es wirklich ein cooles Stück, auch dass es so viele Rollen gibt und so. Und die Musik fand ich auch wirklich schön. Letztes Jahr habe ich mitgetanzt relativ viel, das würde ich auch wieder machen und sonst gerne Schauspiel. Also ich hatte ja letztes Jahr eine Rolle und das hat halt super Spaß gemacht, deswegen hätte ich gern schon wieder eine Rolle. Hauptrolle muss nicht nochmal sein, aber wäre schon schön. Ich interessiere mich eigentlich für jede Rolle, also ich bin offen für jede und ich schaue einfach mal, was es wird und was es nicht wird und mir gefällt es eigentlich bisher ganz gut. Mal was Exotisches und ja. Ich habe absolut noch keine Ahnung. Ich habe mir erstmal noch gar keinen Plan gemacht. Ich glaube, ich werde da zu Hause erstmal noch mal genau drüber nachdenken und dann werde ich entscheiden. Seit 2000 gibt es die Herder Musical Company. 10 Musicals wurden bisher aufgeführt. Von Linie 1 über Cabaret, Peter Pan, Spring Awakening und Flashdance. Am neuen Stück Aida dürfen wieder über 100 Schüler ab der 8. Klasse mitwirken. Ob in den Kategorien Tanz, Gesang oder Schauspiel, entscheidet die Jury ab dem 18. März. Dann beginnt wieder das große Casten.